Schimmel vermeiden ist in der Übergangszeit genauso wichtig wie in der Heizperiode. Daher, solange noch ganz oder teilweise geheizt wird, die Türen zwischen beheizten und unbeheizten Räumen bitte schließen. Wenig genutzte Räume ebenso lüften, denn ansonsten kann sich hier über die Zeit Schimmel entwickeln. Das bewusste Lüften von ungeheizten Räumen ist besonders wichtig, denn hier kann die Luft, die ja Feuchtigkeit enthält, wirklich sich auch auf den kalten Flächen niederschlagen und die Basis für die Schimmelbildung sein. In ungeheizten Räumen ist es besonders wichtig, Kästen und Mobiliar nicht an Außenwände zu stellen, sondern hier einen Abstand zu halten. Das Wäschetrocknen in Räumen ist hier eine kritische Sache, besonders wenn der Raum ein ungeheiztes Schlafzimmer ist, denn die Feuchtigkeit aus der Wäsche schlägt sich im kalten Zimmer nieder und kann die Basis für Schimmel sein. Langes und dauerhaftes Lüften in ungeheizten Räumen kann kritisch sein, denn wenn es draußen kalt ist, kühlen die Bauteile ab und auf diesen kalten Bauteilen kann sich Schimmel sehr gut entwickeln. Die Raumluftfeuchtigkeit sollte sich zwischen 30% und 60% relative Feuchtigkeit befinden. Dieses können Sie sehr einfach mit einem sehr billigen und günstigen Hygrometer, das Sie an vielen Stellen kaufen können, überprüfen. Ist die Raumluftfeuchtigkeit über diesen 65%, so sollten Sie überlegen, einen Raumluftentfeuchter aufzustellen. Der braucht zwar etwas Strom, doch er reguliert die Raumluftfeuchtigkeit auf ein gutes Maß.